Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fast-Live-Sendung. Eigentlich sollte sie live sein, es steht ja auch live da oben, aber unser Upload ist zweimal abgebrochen. Es gab mit YouTube-Problemen, wahrscheinlich streamen jetzt alle. Und wir haben uns jetzt entschlossen, wir nehmen das Ganze auf. Also es ist nicht live, ihr könnt auch jetzt keine Kommentare schreiben, aber es wäre schade, wenn wir den Film heute nicht online stellen, wenn Frank Rosin heute Frank Rosins Restaurant kommt. Und dafür habe ich den Andi da. Für alle, die noch gar nicht mitbekommen haben, was es geht. Wir haben heute in dieser Sendung, Frank Rosin kommt heute Abend und steht vor verschlossenen Türen. Und vor der verschlossenen Tür steht vor Andi Clement. Hallo Andi. Andi, deine Hi. Sendung kommt heute Abend ja im Fernsehen auf Kabel 1. Mich würde einfach mal interessieren, Frank Rosin kommt ja nur zu dir, wenn man finanzielle Probleme hat. So war das ja bei dir auch. Und wie war das denn eigentlich hinter den Kulissen? Also, wieso stand Frank Rosin vor verschlossenen Türen? Ja, also Frank Rosin stand vor verschlossenen Türen, weil wir natürlich auch im Dezember, als er kam, auch noch Weihnachtsmarkt zusätzlich bedient hatten. Und Montag war bisher der schwächste Tag und da habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt auch mal einen Tag, einfach mal Ruhe und muss mal zu mir kommen. Und dann haben wir den Montag zugelassen. Und genau an diesem einen Montag stand er natürlich vor der Tür und Klischee für diese Sendung natürlich voll erfüllt. Ne? Sehr schön. Ja, aber damit hast du ja einen tollen Beweis gemacht, weil Freunde haben mich auch gefragt, ist das nicht alles gefaked? Wissen die nicht, dass du kommst? Damit ist ja bewiesen, dass du überhaupt nicht weißt, kommen sie und wann sie kommen. Weil das war ja so, du hast eine Bewerbung hingeschrieben, weil du gesagt hast, bitte helft mir. Und dann hat aber keiner gesagt, ja, du bist dabei oder nicht, richtig? Ja, also es war so, die Bewerbung an Rosins Restaurant ging über eine Bekannte, die ihn letztendlich angeschrieben hat und für mich als Hilfe, also für um Hilfe gebeten hat, für in meinem Namen. Jetzt ist es natürlich so, die Leute kamen vorab, haben sich das hier angeguckt und so weiter und so fort, aber du wurdest im Dunkeln gelassen, klappt das nicht. Es wurde gesagt, okay, die letzte Entscheidung steht natürlich beim Herr Rosin selber, ne, ob er sich dem annimmt oder nicht. Ich wurde da jetzt nicht weiter wirklich auf dem Laufenden gehalten. Es hieß, ist halt 50-50, ne, ob er kommt oder nicht. Und dann war er plötzlich da und nur du nicht. Genau, richtig. Und wie war das dann, den Frank Rosin zu treffen, den man ja nur aus dem Fernsehen kennt, das ist ein cooler Typ. Und wie war das für dich? Also ist es dann Realität oder denkt man dem nur, bitte hilf mir, mein Restaurant auf die Beine zu bringen? Also natürlich, also ich kam hier unten an, war natürlich auch schön, ihn zu sehen oder dass er natürlich dann auch persönlich da steht. Und natürlich ist der Gedanke mit unter anderem, hoffentlich kommt hinten bei was rum und man wird geholfen. Ne? Ja, das ist halt, also es geht natürlich viel im Kopf rum, aber bei der Abfilmung selber hat man gar nicht so viele, so viel Zeit, um nachzudenken oder seine Gedanken zu takten. Also es geht dann schon Schlag auf Schlag. Das heißt, Frank Rosin war wirklich eine Woche jeden Tag bei dir im Restaurant? Also es waren jetzt 6 Tage, genau. Die im Restaurant selber waren wir, glaube ich, jetzt nur 3 Tage und den Rest haben wir außerhalb gedreht. Ja, ah, sehr gut. Und konntest du auch privat nebenher mit ihm reden oder war das so ganz beruflich und sozusagen, wenn er da im Restaurant war, habt ihr im Restaurant gearbeitet oder gab es da auch Momente, wo man sich mal privat unterhalten konnte? Also diese Momente, dass wir uns privat unterhalten konnten, abseits der Kamera, waren jetzt nicht gegeben, da das schon straff getaktet war. Ne? Ja, klar, sie wollen dir ja helfen. Also sie gehen mit dir sozusagen die Finanzen durch. Sie haben dein Restaurant komplett umgestaltet und schöner gemacht, sehr gut. Und haben ja auch, das kann ich ja vorwegnehmen, einen eigenen Burger für dich kreiert, Rosins Burger, den ich sehr liebe, ist mein Lieblingsburger. Ich finde den wirklich tatsächlich richtig cool. Und da haben wir auch gesagt, du bist zu günstig und ich meine, wir dürfen nichts vorgreifen, weil wir spoilern nicht für heute Abend. Aber danach
Hast du vielleicht schon gemerkt, dass es langsam besser geht? Jetzt stehen wir leider in dieser blöden Corona-Krise, wo man denkt, das wäre ja fast alles umsonst. Aber wie kommst du denn jetzt mit der Situation zurecht? Ja, also wie gesagt, vor 14 Tagen, 3 Wochen hat noch keiner geahnt, was hier auf uns zurollt, ne? In Anführungsstrichen Corona halt. Ja, auch in der Situation musste ich natürlich auch überlegen, wie geht's weiter und wie mache ich weiter, und habe natürlich dann auf Lieferservice dann umgeswitcht. Ja. Ich bestelle natürlich auch noch 3 Burger für nachher heute Abend. Ganz Sehr gut. wie war das denn? Weil ich meine, man kennt Frank Rosin ja nur aus dem Fernsehen. Da ist er ja, ich meine, ich liebe Kochsendungen ohne Ende. The Taste ist mein Lieblingsding, genauso wie Kitchen Impossible. Und er ist ja der immer draufhaut. Ist der auch wirklich so, dass er in echt, ist er so knallhart? Also wie soll ich sagen, mit Sicherheit hat er natürlich auch seinen harten Kern, ne? Den Ich es hätte jetzt eher natürlich gedacht, du auch sagst, er hätte erstmal. sicher seinen weichen Kern, hätte ich jetzt gedacht. Er hätte seinen harten Kern sogar. Ja, den es erstmal gilt zu brechen, ja, um da irgendwo ranzukommen. Man darf nicht vergessen, ne, also der macht diese Sendung jetzt auch schon keine Ahnung wie lange, und wenn er natürlich jedes Schicksal oder so persönlich an sich rannimmt, ne, dann ist es natürlich auch schwierig. Unter anderem, ja, ist es halt auch seine Arbeit. Das darf man halt auch nicht vergessen. Er verdient damit auch seine Brötchen, ja, und versucht natürlich sein Wissen in kurzer Zeit oder das, was er halt kann, zu vermitteln. Ich muss sagen, bei uns gab es jetzt nicht so einen harten Wortabtausch oder so, wie man es aus manchen Sendungen kennt. Also das war recht human. Allerdings habe ich da auch keine Angriffsfläche geboten. Ja, also es ist halt, sage ich mal, für so eine kurze Zeit schwer zu bewerten. Also, aber im Großen und Ganzen ist schon okay. Das heißt, musstest du auch manchmal an dich halten und nicht was zu sagen? Weil ich meine, wenn er so ist, so tough, das ist ja dann auch schwierig, wenn man sowas so krass gesagt kriegt, oder? Also es ist zwischendurch musste ich schon mal durchatmen und mal kurz sagen, okay, jetzt atme durch, überleg, was du sagst, ja, bleib diplomatisch, und das ist natürlich schwierig, weil unter normalen Umständen vielleicht hätte ich da anders da reagiert oder hätte emotionaler reagiert in gewissen Momenten. Ja, aber das ist natürlich. Ja, ich wollte jetzt halt einfach auch nicht eine Angriffsfläche bieten, oder wollte jetzt auch nicht, dass jetzt hier dementsprechend das irgendwo eskaliert, oder ja, ich wollte das einfach souverän und über die Bühne bringen, und wollte natürlich auch die Hilfe. Und es bringt natürlich nichts, wenn ich dann ja, mir selber dann, wenn ich Hilfe möchte, mir Steine in den Weg lege. Ja, das verstehe ich. Und würdest du das nochmal machen? Also würdest du die Entscheidung treffen, dass du nochmal, also anders, hat es dir was genutzt? Also ich sag mal so, vom Kochtechnischen her oder so nicht. Also ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, dass gastronomische Hilfe gegeben wird. Da war aber jetzt auch ehrlich gesagt der Zeitpunkt halt einfach zu kurz, ne? Ja, schauen wir mal, die PR ist hoffentlich auf meiner Seite, und hoffen wir, dass das ganz viele Leute sehen und natürlich auch neugierig sind und die Burger testen werden und natürlich auch zu neuen Stammkunden Naja, dein werden. Laden sieht ja auch toll aus. Der wurde ja auch richtig schön gestaltet. Da musstest du aber nichts bezahlen. Das hat wirklich der Sender für dich dann bezahlt und hat dir da geholfen. Richtig, also ich musste da selber kein Geld in die Hand nehmen. Das sind alles, was der Sender dann abwickelt und was über den Budget halt zur Verfügung steht, ne? Jetzt hältst du Also wahrscheinlich aber auch die Grenze mit dem, weil du hattest eine Woche zu, das heißt, du hast eine Woche auch keine Einnahmen. richtig. Aber letztendlich
Hast du gemerkt, nachdem der Laden neu gemacht worden ist, dass du mehr Besucher hattest? Also hast du gemerkt, dass sich schon was verändert hat? Also nicht wirklich. Also ich sag mal so, aufgrund der neuen Preiskalkulation, ne, habe ich natürlich schon ein bisschen was gemerkt. Aber dass ich jetzt mehr Besucher hatte, das war bisher nicht so. Was ich natürlich hoffe, dass das nach der Sendung anders ist, ne? Ja, das verstehe ich. Und die letzte Frage ist, würdest du es anderen Restaurants auch raten, sich zu bewerben? Also, denen es ähnlich in deiner ähnlichen Situation wie dir geht? Also, wie soll ich sagen, das ist schwierig, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Also, ich sag mal, für mich war es jetzt bestimmt nicht die schlechteste Entscheidung. Andere Restaurants, ja, das ist immer so, hängt von einem persönlich ab, ne? Wie weit möchte man sich öffentlich zur Schau stellen? Möchte man sich da sich nackig machen gegenüber von, keine Ahnung, 100.000 Leuten oder mehreren 100.000 Leute, die das dann verfolgen, ne? Heute Abend, ja. Ja, möchte man diesen Fokus haben oder nicht, ja? Letztendlich ist es, ich bin ein sehr offener Mensch, also ich habe nichts zu verstecken oder sonstiges. Das eine oder andere ist natürlich immer so grenzwertig, möchte man diese Informationen preisgeben. Oder möchte man, dass die halbe Welt jetzt weiß, was da Sache ist? Also, aber auch da in dem Bezug, sage ich mal, hat sich das gut lenken lassen. Und wenn jetzt irgendetwas war, was ich nicht wollte, dann wurde das auch akzeptiert. Also, das ist, ja, also, ich sag mal, um vielleicht einen Marketing-Effekt zu haben oder das eine oder andere mitzunehmen. Also es war schon auf jeden Fall eine Erfahrung wert, aber letztendlich sollte das jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern er das halt auch möchte, in der Öffentlichkeit zu stehen. Bist du nervös für heute Abend? Für heute Abend bin ich, sag ich mal, gespannt, was passieren wird, ne? Und ob die Leute auch im Zuge der Sendung halt auch bestellen werden. Ja, oder ob die alle so fixiert sind, dass hier keine Bestellungen Verstehe. reinkommen. Aber ja, nervös. Also nervös bin ich nicht, aber es geht schon das eine oder andere im Kopf bei mir ab, wo ich denke, okay, wie sind die Reaktionen von den Leuten? Wie nehmen die das auf? Ich habe es ja selber noch nicht gesehen, wie wurde das Ganze zusammengeschnitten? Klar. Weil, also ich habe das ja relativ positiv hier aufgenommen oder wusste ja auch, was ich gesagt habe. Was letztendlich draus gemacht wird, ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Also von daher bin ich auch mal gespannt, was da draus gemacht worden ist. Die können uns ja dann nochmal treffen und nochmal ein Interview führen und du sagst dann, wie Ja, du das dann ja. gesehen hast. Und du hattest, Also. ja, so ja. Aber es ist sicherlich ein komisches Gefühl, sich da selbst im Fernsehen zu sehen und das zu betrachten. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie die Reaktionen hinterher sind von den Leuten, die das halt gesehen haben. Weil ich denke, das eine oder andere Feedback werde ich bestimmt bekommen. Verstehe. Und wie wirst du es heute Abend gucken? Eigentlich hattest du ja eine Premierenparty geplant, die ja dadurch durch Corona ins Wasser gefallen ist. Bist du alleine? Guckst du es dir dann alleine hier dann auf dem kleinen Fernseher an oder wie machst du es? Ja, aktuell ist es so, also der Laptop steht im Laden bereit, ja. Kabel 1 wird bestimmt auch angemacht und dann muss man mal schauen, inwieweit es wirklich dazu kommt, dass ich das auch mitverfolgen kann. Ansonsten wird es dann heute Abend nach Feierabend aus der Mediathek gestreamt und wird sich dann nochmal angeguckt in aller Ruhe. Sehr schön, dann sind wir schon am Ende. Dann kannst du jetzt deinen Aufruf nochmal machen. Also auch ich, wer in Darmstadt wohnt, bestellt jetzt Burger online. Also würde ihr anrufen am besten, Lieferando, was bietest du alles an? Wie kann man Burger von Genau, dir bekommen? also momentan habe ich einen eigenen Lieferdienst halt auch, ne? Und also dadurch kann man auch über Facebook gehen und den WhatsApp-Button klicken und darüber bestellen oder man ruft einfach ganz klassisch hier an und gibt seine Bestellung auf.
Ansonsten die Leute, die natürlich lieber über Lieferando gehen, die können auch ihre Lieferando-App öffnen und auch dort uns finden und bestellen. Sehr gut. Andi, dann wünsche ich dir erstmal vielen Dank für das Interview, dass es dann letztendlich doch noch geklappt hat. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend und was da draus wird. Wenn es ganz hart ist, dann machen wir einfach nochmal Interview Teil 2, wie du dich dann gefühlt hast, nachdem du es gesehen hast. Also dann Okay. viele, viele Verkäufe und alles Gute für dich. Vielen Dank. Ja. Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, das war Andi. Wir haben es, wie gesagt, vorher aufgezeichnet. Tut mir leid, dass diesmal nicht live war, aber irgendwie hat die Technik nicht geklappt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Schaut heute Abend rein, 20:15 Uhr auf Kabel 1, Rosins Restaurant. Und da seht ihr dann Andi. Ich bin selbst auch sehr gespannt und danke, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis dann. Tschüss.